So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Insel macht auf jeden Fall einen etwas anderen Eindruck. Einen schönen guten Morgen hier bei Stranded Deep. Der Mond scheint noch. Wie spät ist das überhaupt? Na? 5 Uhr. Oh, sehr früh. Aber das kommt mir eigentlich ganz gut zu Pass. Denn ich habe ja ein Problem. Jetzt muss ich gucken. Trinken muss ich auf alle Fälle. Halt, da war's. Hier ist es noch sehr, sehr dunkel. Mein Problem war ja, ich brauchte dringend schon wieder einen einzigen Stein und der war hier auf der Insel nicht zu finden. Menü. Das hat auch immer noch seinen anfänglichen Hänger. So, jetzt sehe ich wenigstens was. So, das Problem mit den Steinen. 4 Steine habe ich, 5 brauche ich für einen Anker. Und ja, woher nehmen und nicht stehlen. Nachspawnen tun die Steine nicht. Um diese Steinhaufen zu bearbeiten, brauche ich eine Spitzhacke und die kann ich mir natürlich ohne Steine auch nicht herstellen. Vor allem auch ohne Leder nicht, weil die Leder brauchen. Das ist schon Advanced Technology. Ich sehe hier andauernd diese blöden Seegurken. Da meine ich, oh, Stein hinrennen. Nee, nix. Okay, es hat keinen Zweck. Ich muss irgendwie wieder zusehen, dass ich zu irgendeiner Insel komme und mir da ein paar Steine hole. Die Insel, die sieht einfach cool aus da hinten. Die ist deutlich größer. Ich hoffe, die gehört zu den größeren Inseln. Moment, 5 Steine. Wie viele Steine brauche ich denn nur für einen Anker? Nein. Girls. Jetzt checke ich lieber noch mal nach, bevor ich irgendwie. Ne, 6 Steine. Okay, das ist der Trick. Ich brauche nicht 5, ich brauche 6. So. Den 5. Stein auch noch mal hier hin. Gut. Pflanzenfasern nicht das Problem. Da haben wir eigentlich genug von. Kann ich gleich schon mal ein paar hier reinlegen. Das alte Problem. Nee, halt. Irgendwo hatte ich doch. Ah, die habe ich alle rausgenommen. Gut, packe ich die eine Pflanzenfaser da mal rein. Jetzt hoffe ich, dass ich noch was zu essen habe. Ah ja, habe ich. Ja, gib mir ruhig noch einen. So, das definiere ich mal als satt. Dann trinke ich noch mal was. Und ich würde sagen, einfach mal los, ohne lange zu zögern. Ja, die 4 Seile, die kann ich auch gleich hier liegen lassen. Die brauche ich ja nicht mitzuschleppen. Vier Seile. Okay. Dann gib mir mal mein dusseliges Raft. Ich will mir mal jetzt diese Insel vornehmen. Uah. Hey, ich wollte nicht rein, ich wollte es nur zum Wasser ziehen. So. Irgendwas wollte ich noch. Ach, der Palm-Sibling. Obwohl, alles sofort ernten. Je schneller man erntet, desto schneller wächst es auch wieder nach. So. Schön nachwachsen. Dann werde ich mich mal auf See begeben.
glaube, die Insel hier, die wir gerade so schön frontal sehen, das war die, wo ich letztes Mal war und nach einer Planke gesucht habe. Jetzt suche ich nach einem Stein. So, drin. Nein, nochmal aufstehen. Paddel nehmen. Ja, na, was ist denn jetzt los? So. Paddel in die Hand nehmen. Die Insel ist es. Los geht's. Und jetzt sitze ich natürlich wieder so, dass ich überhaupt nichts sehe. Hoffentlich lande ich jetzt nicht gleich da wieder auf den Stein. Nee. Ja. Doch, natürlich. Es ist immer wieder der gleiche Käse. So, deswegen möchte ich ein Floß haben. Jetzt bin ich... Nein. Jetzt erzähl mir nicht. So. Hinsetzen. Und ab geht's. Zu dieser Insel möchte ich. Die mit den vielen schönen Bäumen und den Wracks dran. Das sieht interessant aus. Gott sei Dank ist bewölktes Wetter. Sehr bewölktes Wetter. Oh nein. Also das Wetter hier im Pazifik ist teilweise recht unangenehm. Muss ich jetzt ausgerechnet, wenn ich am Paddeln bin, ja, 7 Tage survived und dann gleich in den Sturm. Gott sei Dank ist die Insel nicht so weit weg. Boah. Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank. Ich habe das... Das kann man bei Stranded Deep übrigens einstellen. Für Leute, die sehr schnell seekrank werden, kann man das so ein bisschen mindern. Also ich habe es auch nicht auf volle Kanne geschaltet. Also sonst würde ich wahrscheinlich hier mich ins Mikrofon übergeben. Das wollte ich auch nicht. Aber so geht das ja noch. Los, komm. Paddel, bevor der dicke Sturm kommt. Das geht nämlich gleich noch heftiger los. Der Himmel sieht eigentlich noch ganz friedlich aus. Wenn es nur ein bisschen Regen ist, ist es ja nicht so schlimm. Es wird Zeit, dass wir einen Floß kriegen. Definitiv. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Insel macht auf jeden Fall einen etwas anderen Eindruck. Ich hoffe, hier ist ein Strand, dass ich da hochkomme. Schlecht. So. Raus. Na. Ey. Life Raft, bitte. An Land ziehen. So. Passt. Nein, ich wollte nicht einsteigen. Ich wollte doch nur das Paddel wegstecken. So. Ach, und das Wetter wird gut, sobald wir an Land sind. So, Palmen gibt es hier. Steine brauche ich. Ich brauche Steine. Palm Sapling. Driftwood. Ah. Hier liegen auch schon Planen. Das gefällt mir auch. Ich muss noch mal aufpassen. Da steht schon der dicke Keiler. Also die Insel ist definitiv größer und hat einen Berg. Ja, nicht übel. Ich
könnte mir vorstellen, dass man hier wohnt. Nur einen Stein habe ich natürlich noch nicht gefunden. Was haben wir hier? Nichts. Da, ein Stein! Yay! Mission accomplished. Was haben wir denn hier? Das ist... Oh! Okay. Das Wrack liegt schon etwas länger hier. Wow. Nicht übel, nicht übel. Und mit dem Keiler möchte ich mich jetzt noch nicht anlegen. Ein bisschen Holz. Steine brauche ich noch. Gib mir ruhig noch ein paar mehr, damit sich das auch lohnt. Ah, Planken gibt's. Ich glaube, hier muss ich demnächst dann mit meinem Floß hin, sobald das fertig ist. Ich überlege, ob ich hier... Ich sollte vielleicht gleich schon mal irgendeine Wasserstelle bauen. Das wäre nicht... Schlange. Habe ich keinen normalen Speer mit? Dann nehmen wir die Axt. So, zumindest habe ich einen zweiten Stein. Und Wachs gibt es hier wirklich reichlich. Okay. Allerdings eine etwas steilere Küste. Das Schweinchen, das lassen wir schön in Ruhe. So, drei Steine bringen Glück. Treibender Reifen, den ziehen wir gleich schon mal an Land. So. So, da liegt er besser. Das ist irgendwie ein Wrack, das kenne ich noch gar nicht. Ich wäre jetzt schon gleich neugierig und hier mal, um hier mal ein bisschen zu spelunken. Aber jetzt muss ich hier wieder auf die Schlange aufpassen. Ich nehme noch sicherheitshalber so eins von dem Stoff, von den Planen mit. Und ich glaube, dann mache ich aber trotzdem gleich mal wieder die Fliege. Wie geht das mir denn gesundheitlich? Ah, der Sonnenschutzfaktor, das ist, beziehungsweise Sun Power Factor. Das ist quasi das Gegenteil. Hi. Ich bin hier noch im Schatten. Hi. Nein. Okay. Dann werde ich vorher auf jeden Fall noch ein bisschen mal was sammeln. Ich meine Abwehrkräfte gegen Kartoffeln. Zwei Kartoffeln? Wow. Ich muss hier wirklich... Ich glaube, ich ziehe hin. Die gefällt mir ganz gut. Beziehungsweise ich muss mir da hinten diesen anderen Teil nochmal angucken. Aber da muss ich am Keiler vorbei. Und das mache ich dann doch lieber erst, wenn ich hier mich etabliere. Ach ja, was soll's. Augen zu und zurück. Da ist unsere kleine Insel. So, Life Raft. Climb. So. So. B. Paddel. Kontrollieren, in welche Richtung ich muss. Nicht zu der, da waren wir schon. Da waren wir zwar auch, aber da wollen wir hin. Augen zu und durch. So. Jetzt habe ich es mir bequem gemacht, weil ich das Paddel nicht in der Hand habe. Oh.
doof. Okay, jetzt. Da muss ich hin. Einmal die Kehrtwende und wieder zurück. Kurzer Besuch, aber wir werden auf jeden Fall zurückkehren. Ich hoffe dann aber mit einem richtigen Raft, mit einem richtigen Floß, mit Segeln, mit einem Anker. Oh, gib Gas. Immerhin gibt es jetzt schon wieder Wolken. Und ich hoffe, dass ich mir hier auf See keinen Sonnenstich hole. Das könnte nämlich schnell passieren. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass mein Arm immer röter wird. Der wird tatsächlich immer röter. Hätte ich mal doch nachts machen sollen. Komischerweise, die Wolken sagen was ganz anderes als die Sonneneinstrahlung. Aber gleich haben wir es ja geschafft. Da kann ich mir irgendwo ein schattiges Plätzchen unter einem Baum suchen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie meine Arme immer röter machen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht schon einen Sonnenbrand habe. Aber ich hoffe, dass ich Aloe Vera habe. Ja, so. Okay, wir sind da. Angehackt. Angehuckt. Oh ja. Es ist knapp. Oh! Über Kopf. Und. Bam. Ja, ist auch egal. Das wäre vielleicht ein Sonnenschutz, dass ich mich dann da drunter setze. Hier ist es auf jeden Fall schattig, ich hoffe. Hi. Was? Hi. 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 Na. Hier ist es doch schattig, Leute. Das kann doch nicht sein. Hier ist es sehr schattig. Hi. Nein. Okay. Ich habe den Punkt gefunden. So Sweet Spot für Sonnenallergiker. Immerhin. Noch 3 Steine. Noch ein Stück Stoff. Das heißt also, das Segel sollte auch möglich sein. Es sei denn, ich brauche wieder irgendwas, was ich hier auf der Insel nicht habe. Okay. Ich glaube, das kann ich mich auch schon wieder bewegen. Essen wir noch einen Happen. Und trinken was. Also falls man sich wundert, warum hier kein Wasser drin ist. Das Wasser wird natürlich hier unten in der Kokosnussflasche gesammelt. So. Leute. Jetzt wollen wir noch mal gucken. Lashing, 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 Lashing. 4, 5, 6. Hier ist der Anker noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich noch was. Bin ich da jetzt drüber weggeklickt? So. Wo war der Anker? Ich kann ihn. Ach, ich brauche den Hammer, richtig. Da war was mit dem Hammer. Ach nee, die Steine brauche ich ja sowieso noch. Das brauchen wir nicht, dafür brauchen wir einen Hammer. Wo hatte ich den hingelegt? Ich weiß, dass ich gute Hämmer hatte.
Aber ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wo ich ihn abgelegt habe. Normalerweise sollte es hier sein. Das ist hier so der generische Ablageplatz. Oder in der Hütte. Oder an der Baustelle. Es kann natürlich auch sein, dass ich ihn in irgendeine Kiste gepackt habe. Man sollte sich sowas merken. Da liegt der Hammer doch. So. Ja, da hat der Hammer. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob ich hier irgendwie... Da. Raft Anker. Toll, ich muss aufs Wasser. Nochmal abbrechen. Den Stick mal gerade wegnehmen. Das Floß ans Wasser ziehen. Na, das reicht doch mit Sicherheit nicht. So. Und nochmal. Ich brauchte das Holz. Einen Platz habe ich noch. Gimme the stick. Wieso? Wieso? Warum nur? Bitte. Ja, und jetzt treibt es natürlich weg. Vielleicht kann ich das von oben machen. Ja, 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 ja. Nur nicht zittern. Okay, hat geklappt. Anker fallen lassen. Und jetzt brauche ich schon wieder Licht. Okay, ich habe ein Ruder, ich habe einen Anker, ich brauche noch ein Segel. Eigentlich brauche ich auch noch ein größeres Floß, aber das machen wir dann nach und nach. Der nächste Schritt ist das Segel, da brauche ich auf jeden Fall Stoff. Ich hoffe nur, ich komme mit einem klar. Ich werde wahrscheinlich wieder Unmengen an Seile brauchen. Ja. So, Raft Sail. Ein Seil, zwei Stöckchen. Das geht. Das sollte machbar sein. Da habe ich auch noch Stoff. Der ist leer. Gut zu wissen. Und hier haben wir dann auch noch eine Planke. Gut, dann mache ich das, was ich eigentlich so gut wie immer mache. Ich suche mir noch ein bisschen Pflanzenfasern. Ich weiß nicht, ob es die ist, die wir vorhin abgeerntet haben. Auf jeden Fall ist sie hier. Sie ist hier gewachsen. Mit dem Licht. Und da ist schon die nächste. So, Lashing. Noch ein bisschen Licht, bitte. Dann brauche ich noch zwei Stück Holz. Eins haben wir hier. Finde ich hier so ein Stück Holz oder... Palm Sapling. Schön. Was ist das denn hier? Okay, das ist nur... Ein grafisches Kuriosum. Naja, auf jeden Fall haben wir hier genug Holz. Also da soll es nicht dran scheitern. Dann hacken wir hier diesen Woodlock nochmal klein. Nummer 2. So, Seil, Cloth, zwei Stöckchen.
Und ich müsste mir... bitte nicht ohne Licht. Obwohl hier ist, glaube ich, nichts, worauf ich treten kann. Ah. So, jetzt. Okay, dann Segel. Segel setzen. Hier ist leider noch kein Segel in Sicht. Ach, ich brauche den Hammer. Ja, klar. Tabor. Raft Sail. Yeah. Das wird alles ein bisschen eng hier. Soll ich da doch noch erst noch was anbauen? Damit das Segel nicht so ganz so eng sitzt. Ich jetzt lieber da weiter vorne dran. Egal. Okay, ein kleines Floß, aber es ist voll funktionsfähig. Hoffe ich jedenfalls. So, ich gehe jetzt an Land und sehe zu, dass ich noch ein bisschen was zu trinken und zu essen bekomme. Ja, vielleicht gönne ich mir auch mal eine Kokosnuss, das wäre ja auch in Ordnung. Ich habe ja noch eine über für Notfälle. So, einmal trinken. Irgendwas hat gerade Piep gemacht, das heißt, ich bin im Heilungsmodus. Gerade fallen lassen. Aufmachen. Und dann gönnen wir uns leckeres Kokosmark. Und dann werde ich jetzt eine Runde schlafen gehen und morgen früh geht es auf Entdeckungsreise. Da werde ich mir mal die wichtigsten Sachen so ein bisschen einpacken. Und dann werden wir umziehen auf die große Insel. Aber bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch ein Like. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, freuen wir uns auch jederzeit über ein Abo von City Zockt. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bleibt gesund, bleibt am Leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!